In der vergangenen Woche war der Vereinsvorsitzende des Vorn aus Forst, Ralf Scheel, zu Gast in der Grundschule Keune, am Donnerstag dann auch nochmal in der evangelischen Grundschule. Vor sehr interessierten Schülern hielt Scheel einen Vortrag über den Wasserspeicher Regenwald. Der Vorn kümmert sich um Artenschutzprojekte, vorrangig in Südamerika. Anschaulich und kindgerecht machte Ralf Scheel deutlich, was passieren kann, wenn der Regenwald hemmungslos wie bisher aus reiner Profitgier abgeholzt wird. Es gab von ihm wertvolle Tipps, wie selbst wir hier in Forst durch unser Konsumverhalten zur Erhaltung der Regenwälder beitragen können. Was ist richtig? Wer sagt C? Und wer sagt D? Richtig. Ja. Es wird immer wärmer. Ihr seht es jetzt im April, wie warm es ist. Und die Eisberge fangen dadurch schneller an zu schmelzen. Wie kannst du dem Regenwald helfen? Du als einzelner Schüler. A. Indem du Recyclingpapier benutzt, kein Müll aus Buchenholz oder Mahagoni kaufst. B. Indem du deinen Freunden und deiner Familie erzählst, warum Regenwald so wichtig ist. C. Indem du Spenden sammelst, um Tiere im Regenwald zu schützen. Oder D. Alle Fragen A, B, C stimmen. Wer sagt D? Wer sagt A? Wer sagt B? Und wer sagt D komplett? Okay, richtig. Also D. Ja? Nach dem Vortrag nutzten die Schüler äußerst rege die Möglichkeit, an den Naturschutzexperten Fragen zu stellen. Danach ging es mit Müllsäcken und Gummihandschuhen ausgerüstet in die Keunschen Alpen, um die Natur hier vor Ort von Müll und Unrat zu befreien. Ralf Scheel zeigte sich im Anschluss sehr beeindruckt über das Naturschutzbewusstsein der Schüler hier in Keune und in Eulo. Heute hier in der Keuner Schule. Interessanter Vortrag, Thema Regenwald und was ging es im Einzelnen? Also wir haben erstmal den Kindern heute gezeigt, wie der tropische Regenwald in Mitte- und Südamerika sich befindet und welche Arten dort vorhanden sind. Aber auch auf der anderen Seite, wie stark gefährdet der tropische Regenwald ist, nicht nur in Mittel- und Südamerika, sondern weltweit, vorrangig durch den Sojaanbau, durch den Biosprit. Und wir haben auch den Kindern aufgezeigt, welche Sachen sie dort machen können, um zu verhindern, dass der Regenwald abgeholzt wird. Im Regenwald leben über 90% aller Tier- und Pflanzenarten auf diesem Planeten. Und in diesem Fall ist es so, dass wir heute den Kindern auch sehr, sehr viel Wissen rüberbringen können, was über den Regenwald sich befindet. Eure Politik, die sind ja hier in Köln recht rege und sehr interessiert. Ist das normal in dem Alter? Ist relativ normal, gerade in dieser Altersklasse 4. bis 6. Klasse, aber in den Altersklassen so ab 9., 12. Klasse ist es relativ altbacken und mit dem Thema wird sich dann auch gar nicht mehr so stark beschäftigt. Aber gerade die 4., 5., 6. Klasse ist sehr, sehr interessiert und wir haben auch danach sehr viele Schüler gehabt, die mehr vom Verein wissen wollten und sich dort auch engagieren wollen. Das haben Sie ja angedeutet, es gibt hier in Forst demnächst vielleicht auch für Kids ein paar Aktionen. Was ja. Ist denn geplant? Also wir haben Aktionen geplant im Forst, dass wir beispielsweise auch in Zukunft Kinder mehr mit dem Umweltbewusstsein, mit der Natur, was natürlich in Forst sehr, sehr stark vorhanden ist. Also hier ist Natur in der Umgebung sehr, sehr viel und wir werden den Kindern auch in einzelnen Pfaden zum Beispiel im Euloer Bruch aufzeigen, welche Tier- und Pflanzenarten es hier in der Region gibt. Leider gibt es nur 10% aller Tier- und Pflanzenarten auf diesem Planeten. Und aber ein Forst hat auch eine sehr, sehr große Vielfalt und wir werden auch Exkursionen in Zukunft für Schülerinnen und Schüler im Forst anbieten. Im Herbst plant der Verein wieder eine neue Aktion an allen Forsterschulen. Liebe Forster, Grundschulen, Schulen und Gymnasien. Wir möchten euch im November diesen Jahres zur bildungspolitischen Messe oder bildungspolitischen Tage einladen. Thema ist dieses Jahr Energie. Wir werden für Frauen Deutschland e.V. ein sehr, sehr wichtiges Thema bringen, nämlich Thema Energie über den Tropenwald, über die Abholzung des Tropenwalds für Biosprit, für Biodiesel. Und wir laden euch dazu herzlich ein, diese Sache anzunehmen. Wir werden an die einzelnen Schulen nochmal gehen und die Sache dort für euch bewerben. Dankeschön.